Probotest. Die zweite. Das ist mein Lego-Robot. Hier sieht man das Display. Und bei dem Display ist die Kamerahaltung. Die habe ich verändert, weil der Schwerpunkt zu weit vorne lag. Ja, rechts und links. Hier war sein Antrieb. Hinten ein frei drehendes Rad mit einem Lichtsensor. Hier vorne haben wir den Ultraschallsensor und zwei Tastsensoren, die hier vorne betätigt werden von den Bumpern. Ja. Ja, da sieht man jetzt, ob die Bumper aktiv sind oder inaktiv. Die Entfernung. Jo. Und Geschwindigkeit etc. pp. So, dann stellen wir mal auf den Boden. Ja, ich bin Frank, ich habe den Robot gebaut und auch das Programm dafür geschrieben. Das ist mein erster quasi autonome Robot. Jo, ne, den schauen wir mal. Dann kommst du jetzt in die Halterung. Zack, zack. Und los geht's. Ein bisschen schneller machen. Batterie ist schon ziemlich alt, als ich mache. Thank you.
Du. Oh, tschüss.